Immer wieder kommt die Frage auf, wie kommuniziert man mit anderen Leuten in der Krise? Geht das überhaupt noch bei einem totalen Blackout, bei einem totalen Chaos? Ich habe hier was für euch. Ich habe das von einem Projekt übernommen, das Pirate Box heißt und eine Möglichkeit darstellt, zu kommunizieren, sich auszutauschen. Ich werde das noch umbenennen in Krisenbox und noch einige Anpassungen vornehmen, aber so im Prinzip stelle ich es euch vor. Ich möchte euch eine krisensichere Kommunikationsmöglichkeit vorstellen. Heißt Pirate Box, wird leider nicht mehr so weiterentwickelt, wie das gerne ja, getan werden würde, und bietet eine Kommunikations- und Dateiaustauschplattform an, die komplett vom Internet unabhängig agiert. Es werden auch keine Daten gespeichert, keine Benutzernamen, kein nichts. Die Pirate Box hat mehrere Funktionen. Eine davon ist, man kann hier in Chat was eintragen. Man kann sich seinen Namen reingeben, keine Ahnung. Und eine Nachricht. Und kann die auch noch mal in einer Farbe angeben. Ich nehme jetzt mal statt die Standardfarbe, die schon drin ist. Und dann taucht hier oben dann auch, wie man sieht, unsere Nachricht ein. Die bleiben erhalten, die Nachrichten, aber wie gesagt, es wird lediglich die Uhrzeit festgehalten, aber nicht, wer das jetzt war. Kann natürlich jetzt jemand anderer mit Test anmelden und auch eine Nachricht schreiben, da kann man die natürlich nicht mehr voneinander unterscheiden. Das ist eine Möglichkeit, also so eine Art Chat-Funktion. Das Ganze funktioniert über euer Handy. Oder Tablet. Ihr könnt das Handy unterwegs da ganz einfach einloggen. Ich sage euch dann auch, wie das geht. Ihr könnt hier auch Daten hochladen. Wenn ihr auf Durchsuchen klickt, könnt ihr eine Datei auswählen. Und die wird dann mit Senden hochgeladen und könnt dann unter Datei stöbern hochgehen und zum Beispiel hier auch schauen, was hochgeladen wurde. Ich habe mal ein Testdokument hochgeladen, Brennnessel-PDF. Das sind Brennnessel-Rezepte, die man so weitergeben kann. Aber natürlich auch jede andere Information, die relevant ist im Krisenfall. Das Ganze hängt von der Größe der Speicherkarte an, die da drauf ist. In dem Moment sind 32 GB drin. Die sollten reichen für kleinere Files, natürlich nicht für Videos, die man hier hochlädt. Könnte man natürlich auch machen. Das Ganze hat noch ein Forum, ein relativ primitives Forum, das gebe ich auch zu. Aber auch hier kann man, nehmen wir den Test. Hallo. Und wer nutzt das noch? Fragezeichen. Man kann das hier eintragen. Dann kann ich hier zum Beispiel jetzt die Antwort eingeben. Ich war da. Nenne mich Survivor. Submit. Und dann dauert es ein bisschen, bis es hochlädt und dann kommt hier da drunter unter diesem Thread hier, dann sieht man auch die Einrückung. Da ist dann ist die Antwort drin. Auf meine Krisenbox habe ich jetzt ein paar wichtige Dokumente hochgeladen und ja auch Unterhaltungsliteratur. Man hat ja manchmal Kinder zu Hause, Robinson Crusoe oder die Kinder von Bolaby, Harry Potter alle 7 Teile, auch die Bibel für Leute, die unbedingt in der Bibel lesen wollen. Wie kommt man auf so einen Server? Man wählt sich einfach aus dem Netzwerken das Netzwerk aus und öffnet seinen Browser und dann ist man normalerweise sofort auf der Startseite. Wenn nicht, dann gibt man einfach diesen Link ein. Das Ganze ist auf einem Raspberry Pi installiert. Ich habe hier den Zweier-Typ mit einem etwas stärkeren WLAN-Adapter dran, 2,4 GHz. Das Teil braucht bei 5 Volt Spannung ungefähr 5 Watt, also zieht ungefähr 1 Ampere. Das kann man dann locker mit einer Powerbank als Puffer und einer 10 Watt Solarzelle betreiben. Und so ist man unabhängig vom Stromnetz und kann es fast überall installieren.